Roer. Ich stehe heute da vor Ihnen. Das Glück habe ich mir natürlich selbst gewählt. Aber ich bin alleine mit einer Rede in der Hand. Und frage mich erneut, was ist das genau? Du vermisst mich. Was ist das genau in der Rede? Darum denkst du. Dass alles und alle still und ruhig hält. Na freilich. Das Schaf im Wohl. Ist das die Demokratie? Wäre das demokratisch? Wäre eine Rede von mir allein dem Kerngross gegenüber würdig? Wäre es würdig gegenüber Star? Wäre es würdig gegenüber Ihnen, gegenüber allem und allen? Nein. Nein, meine Lieben. Nein. Die Kunst der Rede ist keine Kunst. Die Kunst, die überzeugen will, ist und war seit jeher die Barbarei. Barbarei! Bravo! Bravo! Die Rede für Star, für unseren Freund, für Heinrich Gernros. Bravo! Meine Lieben, und vor allem darf sie nicht kommen von mir allein. Das ist gut. Liebe Freunde, die Rede für Heidulf Gernros ist das Ende der Rede. Es ist der Jubel. Der Jubel! Der Jubel! Es ist der Applaus selbst! Thank you.
Amigos! Amigos! Antwoorden voor bier! De filosoof, Dr. Denker, is uit Frankrijk aangereisd en jetzt aangekomen. Kunnen we hem alle begrüßen? Nee! Liter pro, ein chinesischer. Ende der Rede. Hallo. Hey. Hallo. Camila, also wir sind doch in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja, richtig. Camila hat Gedanken gezüchtet. Ja, züchte. Möchte seine Rede versteigern. Züchte. Seine Rede versteigern. Oh, wer will mir die Hälfte des Ich bin dafür. Ja. Bevor das Ganze in lächerlichen Kipps... 100.000 Euro. Wer bietet 400 Euro für diese Rede? Niemand. Bravo! Da hinten, 450! Bravo! Jetzt von Gamara, der komplett blöd ist! 4,50 Euro! 0,0! Marco, 500! Bist du denn? München! Mazura! 1000! 600! Bravo! Für das Ende der Rede! Es ist ein... Wollt ihr Heidolf nackt? 1500! Wer bietet mehr? Niemand will das! 1500! Wollt ihr den totalen Heidolf? Wollt ihr den Portal Heidulf? 2000 Euro! Und zum Dritten! Zum Dritten! Vladimir Marko! 1500 Euro! Bravo! Das Ende der Rede! Also! Herr! Karotti! Vlado, bitte! Später! Na, jetzt gleich! Der Karotti! Einer der größten! Sozialmenschen der Welt, Wiener, Freund, gib mir den Zettel, den ich verkünden soll. Grundsatz! Bedingungsloses Grundeinkommen! Chance im Mord! Leiste Woche! Volksbegehren für bedingungsloses Grundeinkommen! Ja? Das heißt, für Sandler, für Künstler, für jeden 1200 Euro, damit sie ihr Leben leben können, ohne dass irgendjemand am Arsch gehen kann, ohne dass irgendjemand sagen kann, was ist mit der Miete, ohne dass irgendeiner sagen kann, oder dein Hunger ist mir scheißegal. Nächste Woche bitte unterschreiben. Karotti! Karotti! Jetzt geht's weiter mit dem Mammon, Alter. Für wen bin ich die Rede weggegangen? Ja, wie lange dauert das noch? Dauert das noch länger? Halt euch über die Herzen an! Geht's nach Hause! Get your life! You know? Boring! Freibier für alle! Bravo! Freibier für alle, das ist die Ansage. Das war's! Arrivederci! Auf Wiedersehen! Haltet die Ohren steif! Die nächsten zwei Stunden wieder gefunden. Ja, Alter, Künstler.